Nicht ganz alltäglich war eine Lok der Baureihe 101 vor Güterzügen, dennoch gab es bis 2014 auch Planfahrten, um zum Beispiel Leerfahrten bei Überführungen zu vermeiden. So einen Zug übernimmst du heute. Du fährst den EZ 51007 von Braunschweig nach Nachteburg. In Nachteburg soll die Lok dann wieder an den IC gehen. Du stehst am Bahnsteig in Gardelegen und sollst den Zug von einem Kollegen übernehmen. Warte also, bis deine Lok, die 101 070-1 Adler Mannheim, eingefahren ist. Sobald die Lok zum Stehen gekommen ist, klicke diese an, um in die Lok zu gelangen. Melde dich dann auch beim FDL, dass der Personalwechsel erfolgt ist und es weitergehen kann. Da Bad Altburg ein Verkehrsknotenpunkt ist, rechnet daher in und um die Stadt mit massivem Stop-and-Go-Verkehr. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge vom TS Classic im neuen Jahr. Also auch nochmal von mir, frohes neues Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid schon gut gestartet. Und ja, ich versuche meinen Teil dazu beizutragen und es gibt endlich mal wieder ein neues Video. Unterwegs sind wir heute auf dem Bad Altburger Streckennetz. Die Strecke ist auch schon etwas länger draußen, aber auf meinem Kanal gab es die bisher noch nicht zu sehen. Gebaut wurde sie von Dijon Senf bzw. von seinem Team, das Endstation Zugsyndrom heißt. Und das Szenario ist von Amisia. Vielen, vielen Dank, also auf alle Fälle auch schon mal an der Stelle. Die Links wie immer in der Videobeschreibung. Ich freue mich drauf und würde sagen, wir starten einfach mal direkt jetzt in das Szenario. Das ist im Grunde ein Weiterbau von der Strecke Randstadt-Nachteburg und ist weiterhin, ja, ich würde sagen, halb fiktiv. Und schließt sich im Grunde nördlich von Nachteburg an die alte Strecke an. Da gibt es auch verschiedene Ausbaustufen, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, was da auch noch in Zukunft hinzukommen wird. Aber man erkennt ja auch schon an so Stadtnamen wie Gardelegen, dass es auch teilweise an die Realität angelehnt ist, auch so wie es hier aussieht. Auch mit der Schnellfahrstrecke hier nebenan. Es ist halt ein Paralleluniversum, wie es auch in der Beschreibung steht. Meine Damen und Herren, am Gleis 1 fährt ein S4 nach Bad Altburg Süd über Bad Altburg Hauptbahnhof, planmäßige Abfahrtszeit 8.02 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Ja, wie man sieht, hier ist schon gut Verkehr. Achtung, Zugbetrieb. Halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich erst nach Halt des Zuges. Meine Damen und Herren, am Gleis 2 Einfahrt RB35 nach Wolfsburg Hauptbahnhof über Übisfeld, der planmäßige Abfahrtszeit 8.03 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Ja, hier in Gardelegen beginnt die S4, die uns im Grunde auf unserem ganzen Fahrtweg heute begleitet. Die fährt bis Zielitz, also kurz vor Nachteburg. Schon der zweite ICE. Hier vorne kommt ein RE angefahren. Und die S-Bahn, da steht sie sogar schon. Also auf alle Fälle schon gut was los. Ihr fragt euch vielleicht, was wir jetzt hier eigentlich gerade machen. Wir wollen ja eigentlich Zug fahren. Ja, wir warten auf unseren Kollegen, der den Zug von Braunschweig hergebracht hat. Er bringt, so wie es auch in echt passiert, was sehr selten im TS ist, dass das mal jemand umsetzt. Und Amisia hat sich da mal rangewagt. Ich weiß gar nicht, wie einfach oder schwer das zu bewerkstelligen ist, aber da es das nicht so häufig gibt, ist es, glaube ich, eher schwer. Da kommt er auch schon angefahren. Jetzt können wir gleich mal bewerten, wie gut er es schafft, hier vor uns anzuhalten. Dann werden wir nochmal kurz... Ja, genau. Die S-Bahn fährt natürlich vor uns ab. S-Bahn Bad Altburg. Wir kommen jetzt hier mal auf unseren Zug. Ja, also viel besser kann man es nicht machen. Da drücken wir direkt mal drauf und steigen mal ein. Und reden nochmal kurz mit unserem Kollegen. Schauen ins Übergabebuch, schauen uns die Wagenliste an, den Bremszettel, alle solche Sachen. Und dann würde ich sagen, rüsten wir mal kurz die Lok auf. Was wir jetzt noch nicht gemacht haben, wir ändern einmal kurz die Bremsstellung. Das macht man nämlich hier mit. So. Genau. So. Und dann schalten wir noch die SIFA und die PZB ein. Das macht man natürlich alles nicht normalerweise bei einer Ablösung. Aber da wir hier im TS sind, muss man halt mit dem arbeiten, was man hat. Zugbeeinflussung. So.
das hätten wir soweit. Dann können wir uns auch gleich dann schon beim Fahrdienstleiter melden, dass wir weiterfahrbereit sind. Würden auch unsere PZB-Nummer eingeben, alle solche Sachen. Und dann ist der Kollege wahrscheinlich auch schon weg. Und wir rufen den Fahrdienstleiter an. Ja, Gardelegen hier. Mahlzeit, der 51007 hier. Wollte nur kurz Bescheid sagen, dass wir mit dem Lokpersonalwechsel soweit fertig sind und für mich kann es so bald wie möglich weitergehen. Okay, super, dann geht's gleich los, ne? Kurzes Minütchen. Gute Fahrt und bis die Tage. Super, danke, bis die Tage, ciao. Jo, ciao. So, da haben wir auch schon Bescheid gesagt, dass es für uns weitergehen kann. Und ich schätze mal, dass wir dann gleich weiterfahren können, sobald die S-Bahn vor uns den Block freigemacht hat. Und dann begeben wir uns mal in den Stop-and-Go-Verkehr von Bad Altburg, was ja als eine sehr große Stadt angelegt ist. Wenn man sich mal das Handbuch anschaut, da wohnen angeblich 1,4 Millionen Menschen. Also natürlich nicht in diesem Paralleluniversum sozusagen. Und ich finde, das merkt man auch an einigen, werden wir gleich sehen, wenn wir die Strecke entlang fahren. So, da geht's auch schon los. Wir sind natürlich mit dem Soundupdate von Linus unterwegs. Und dazu, wenn man uns das hier mal anschaut, Adler Mannheim ist eine Lok als Teil des Repaint-Pakets von Rail Designs and Friends, von dem Baureihe 101 Paket. So, und was wir jetzt eigentlich hier im Grunde machen, ist, dass wir uns erstmal hier gemütlich machen, ankommen, im Zweifelsfall nochmal unsere Unterlagen checken, alles sowas. Und weil es meistens relativ schnell geht bei Ablösungen, auch vor allem unterwegs, auch bei etwas, ich sag mal so, Zugbeeinflussung. mehr frequentierten Bahnhöfen, da muss man meist etwas flott sein. Da muss man auch manchmal gar nicht unbedingt anrufen, da ruft dann schon der Fahrdienstleiter an. Genau. Ja, ich hatte ja eben schon angefangen, von dem Bad Altburger Streckennetz zu erzählen. Und im Grunde ist es auch so, dass wir jetzt hier auf den ersten Ausbaustufen. Es gibt zwar schon die ersten Updates, aber es sind noch nicht weitere Ausbaustufen hinzugekommen. Die erste Ausbaustufe, die es jetzt gibt, ist unsere Strecke, die wir jetzt hier auch befahren. Die führt uns von Gardelegen über Bad Altburg bis Zielitz, bis in Nachteburg. Mit enthalten die S-Bahn-Linie. Und was es auch gibt, ist der Expresstunnel zum Flughafen in Bad Altburg, da wo auch die S-Bahn-Linie S55 verkehrt. Und es kommen aber noch wesentlich mehr Sachen hinzu. Also es gibt dann noch, soll noch die Fernbahn nach Stendal geben. Es soll noch einen Hafen geben in Bad Altburg. Es soll noch Richtung Salzwedel auch noch was geben. Also da kommt noch einiges hinzu, worauf man sich freuen kann. Was ich auch echt eine klasse Sache finde, weil die Strecke ist Freeware und auf einem Standard. Ja, wirklich super. So, wir fahren jetzt hier erstmal mal hinterher und schauen uns das mal an, wann wir jetzt hier auf Halt fahren. Und können uns in der Zeit jetzt mal angucken. Was wir eigentlich alles hier so hinter uns herziehen.
Das ist auf alle Fälle schon mal sehr, sehr gut gemacht hier auch mit den vier, mit der Viergleisigkeit. So müssen wir auch nicht dann immer auf jeden Fernverkehrszug warten. Ich meine, wir haben ja hier auch noch eine S-Bahn-Linie, hinter der fahren wir jetzt ja auch schon hinterher. So würde dann wahrscheinlich gar kein Platz mehr bleiben für Güterzüge. Wir dürfen 100 km/h fahren. Mit 1000 Tonnen sind wir jetzt auch nicht so ein schwerer Güterzug. Wir schauen mal mit 90, wie das jetzt hier erstmal so weitergeht. So, hier der erste Haltepunkt. Ich meine, mit der 3D-Vegetation, mit der Oberleitung, alles solche Sachen, was es einfach zu einem, ja, zu einer abgerundeten Strecke macht, jetzt schon. Und ich finde auch, mit den fiktiven Strecken kann man ja auf der einen Seite mögen oder nicht mögen, aber dadurch hat man halt auch Möglichkeiten, auch einfach mal zu bauen, kreativ zu sein im Zweifelsfall auch, ja, vielleicht was es auch in Realität nicht unbedingt gibt, einfach mal auszuprobieren und einfach mal zu machen. Sieht da vorne doch schon sehr nach Halt erwarten aus auf unserer Seite, oder? Ja. Störung. Zugbeeinflussung. Ja, das hat ja jetzt schon mal gut funktioniert, sagen wir es mal so. Ich denke, wir sollten langsamer fahren. Ach was hier, das ist ja auch nicht verkehrt hier. Sehr cool. Zwar von der Höhe nicht so imposant, aber trotzdem immer zweimal zweigleisige Strecken. So, wir dürfen auf alle Fälle mal einen Block weiter. Aber wir sind jetzt offiziell auch im Stop-and-Go-Verkehr angekommen, der auch schon von Amicia angekündigt wurde. Die Szenarien sind übrigens in zwei Teile geteilt. Also wir fahren heute nicht durch bis Alt, bis Nachteburg, wir fahren den ersten Teil. Aber ich glaube, hier alleine mal um die neue Strecke auch kennenzulernen, ist das schon mal ein guter Start. Und wer weiß, im Zweifel fahren wir auch noch den zweiten Teil. Es kam ja jetzt auch schon wieder lange kein Video mehr. Ja. Inzwischen ist es leider so, dass ich das wirklich nicht mehr so oft schaffe. Und aber immer probiere, auch nochmal dran zu bleiben. Und immer mal wieder Videos zu machen. Vielleicht ist es jetzt zum neuen Jahr auch eine ganz schöne Überraschung, dass mal wieder was kommt. Ist auf alle Fälle noch ein Video geplant, schon jetzt zur U-Bahn Hamburg. Was ich auch hoffentlich jetzt bald schaffe, aufzunehmen. Und dann auch zu veröffentlichen. So, wir fahren jetzt hier gar nicht viel schneller. Es ist ja hier alles Halt erwarten. Da brauchen wir uns jetzt auch nicht zu beeilen. Weil vielleicht können wir so wenigstens am Rollen bleiben und müssen nicht anhalten. Zugbeeinflussung. So, hier kommt eine Smartron entgegen. Der EVB mit Autos. Das ist auch verrückt. Ich habe das neulich mal ein bisschen verfolgen können, wie diese Wagen beladen werden.
kann man ja innen drin die Türen öffnen und dann fahren dort wirklich Fahrer mit den Autos in den Zug rein, von vorne bis nach hinten, andersrum, von hinten aber vorne, was ich wirklich beeindruckend finde. Und was auch für Autos da reinpassen, ist wirklich absoluter Wahnsinn. So, wir merken, wir kommen jetzt so langsam, also kurzer Themeneinschub, so langsam nach Bad Altburg. Es wird hier so langsam etwas städtischer. Da hinten rechts neben uns, ich glaube, da ist noch zwei Gleise. Es sind, glaube ich, Tramgleise von der Stadtbahn hier. So, 80. Okay. Ich glaube, das liegt an den Signalen, also von TS-seitig, dass man hier eine Beeinflussung bekommt. Bei 80 und unserer Geschwindigkeit sollte das normalerweise nicht passieren. So, jetzt müssen wir mal kurz wieder so ein bisschen hier drunter kommen. Weil sonst machen wir nämlich hier gleich, produzieren wir uns hier eine eigene Zwangsbremsung. Bin ich gerade auch ganz froh, dass mir das noch aufgefallen ist, früh genug. ja, das vergisst man nämlich schnell, wenn man hier so erzählend durch die Gegend fährt. Und man denkt sich dann nichts Böses dabei und auf einmal fällt einem so auf, so, naja. Aber gut, wir haben es ja noch gecatcht. Hier steht auch schon jemand auf der Seite. Vielleicht überholen wir den jetzt, das kann natürlich sein. Zugdurchfahrt, sehr gut. Das sind ja alles S-Bahn-Haltepunkte. Und ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen. Mit der S-Bahn gibt es jetzt hier auch einen Stammtunnel, nennt sich das, glaube ich. So wie ich das gelesen habe. Und der führt im Grunde in den Untergrund zum Hauptbahnhof. Also die S-Bahn verkehrt nicht oberirdisch hier im Stadtzentrum. Und dann geht es weiter Richtung Zielitz. Wieder in die oberirdische Streckenführung. Es ist immer so ein Zwiespalt natürlich, auch bei solchen Strecken, wo viel los ist. Lässt man sich rollen, wird man langsamer, fährt man schneller, da muss man mehr bremsen, aber ist auch wieder schneller aus den Blöcken raus. Ist immer so eine Sache. Mensch, hier ist schon mal die nächste Spezialität wieder unterwegs gewesen. Sogar in zweifach. So, ich sehe, da vorne ist auch schon wieder Halt erwarten. Da brauchen wir uns jetzt hier, keinen Stress zu machen. Und ihr seht jetzt schon, langsam kann man erkennen, dass hier Bad Altburg keine kleine Stadt ist, würde ich sagen. Also alleine, was jetzt hier schon auch an Gleisen so vorhanden sind und sowas, da merkt man schon, dass das hier eine große Sache ist. Zugbeeinflussung. Umso mehr ist natürlich auch die Sache, dass der Güterzug sich, der Güterverkehr sich auch noch durchzwängen muss. Aber so wie ich das gehört habe, werden die Streckenersteller da auch eingreifen. Und machen sich schon auch Gedanken darum, wie sie vielleicht noch eine Umgehung bauen können. So, wir werden jetzt mal kurz schauen hier, dass wir jetzt mal noch ein bisschen abbremsen weiter. So. Türfreigabe. 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 Immer schön langsam hier ran. Man kann sich immer so ein bisschen als Richtwert nehmen, dass man, wenn man so mit 20 km/h in einem 500-Hertz-Magneten ist, hat man eine gute Voraussetzung, um mit einem Güterzug, sage ich mal so. Natürlich braucht man sich sonst nicht den Stress zu machen. Mit einem Personenzug ist das was ganz anderes, aber mit einem Güterzug, sei es mal dahingestellt, wie schwer der jetzt ist, sonst muss man ja sowieso langsamer werden, wenn man jetzt hier in unteren Zugart oder sowas fährt. Aber ich meine, es geht ja nicht beim Güterzug nicht darum, dass man hier, wer weiß, wie ranbrettert an das Signal. Sonst sitzt man jetzt ja hier mit Herzschlag. So, hier neben uns schon wieder der nächste Zug mit einer Eurorunner-Lok.
Das sieht man auch nicht mehr so häufig. So, jetzt können wir hier mal anhalten. Perfekt. Und jetzt machen wir das mal so. Und da kommt auch schon was gefahren, so wie das aussieht. Ah, ein ICE. Natürlich, was sonst? Und wir können uns mal jetzt halt unsere Lok hier anschauen. Ich weiß gar nicht, ob die auch noch in echt unterwegs ist, die Lok, oder ob die inzwischen schon eine andere Beklebung hat. Bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Aber es sieht auf alle Fälle schon cool aus. Die Ader hier vorne drauf. Hat was. Enthalten ist in dem Repaint Pack von Rail Designs and Friends. Das ist auch im Rails im Forum drin. Vielleicht, wenn ich dran denke, stelle ich euch den Link noch mit rein. Ansonsten ist es sowieso auch in dem Szenario verlinkt. Kann ich nochmal nachschauen im Zweifelsfall. So, wir dürfen. Wenn mich nicht alles täuscht, wir können gleich mal hier schauen, wenn wir hier aus der restriktiven Überwachung raus sind, da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht die Zeit verpeilt, wieder abzuschalten. Zugbeeinflussung. Können wir jetzt nämlich mal ganz kurz schauen, wo wir jetzt eigentlich sind. Garde legen, genau, das ist richtig. Da haben wir angefangen zu fahren. Hier haben wir unseren Zug übernommen von unserem Kollegen. Und jetzt sind wir bisher bis hier gekommen. Das war jetzt hier gerade Schlossgarten. Keine Zwangsbremsung bitte. Dankeschön. Schlossgarten. Und jetzt seht ihr schon, wir kommen jetzt hier gerade drauf zu auf den Hauptbahnhof. Hier geht es der Expresstunnel in Richtung Norden zum Flughafen. Und wir fahren dann hier weiter. Hier geht es Richtung Stendal. Hier geht es, glaube ich, Richtung Hafen. Wobei, da weiß ich nicht sicher. Nehme ich zurück die Aussage. Keine Ahnung. und genau. Die S-Bahn wird jetzt hier gleich dann abtauchen. In den Untergrund. Und dann geht es weiter für uns. Und jetzt auch hier auf den Gleisen werde ich jetzt auch einfach mal ein bisschen schneller fahren. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht so viel bringt. Aber es sind ja hier doch dann die Hauptzufahrtsgleise. Sieht ja aus wie so ein bisschen wie so ein Messezentrum oder so. Vielleicht können wir hier vorne, hier ist glaube ich eine Station. Ich weiß nicht genau, was hier. Technikpark. Aha. Ups. Oh, halt erwarten. War ich wohl doch schon etwas zu vorschnell wieder. Aber das ist ja kein Problem. Das Gute ist, wir haben natürlich auch hier keinen 1800 Tonnen Zug oder 2000 oder was auch immer. Das heißt, wir sind schon eigentlich noch relativ zügig unterwegs. Zugbeeinflussung.
Zugbeeinflussung. Aber ich kann es immer wieder nur sagen, also es ist wirklich beeindruckend, was hier gebaut wurde auf der Strecke. Wenn man sich vorstellt, dass das ja Freeware ist, das ist keine bezahlte Strecke hier. Klar, man braucht natürlich Sachen für die Strecke, dass das hier läuft. Aber grundsätzlich, diese ganze Kreation an sich ist kostenlos. Dann ist es schon sehr beeindruckend, eigentlich noch beeindruckender. So, wir haben auch Einfahrt bekommen hier in den Hauptbahnhof. So, ICEs, daran lag es wahrscheinlich noch. Wenn wir mal so ein bisschen dass wir vielleicht so mit 40 hier weiter hochfahren können. Was haben wir denn jetzt hier oben? Da oben ist auch eine 40. Ach, da ist eine 40 dran. Das ist natürlich auch spannend. Da gab es jetzt gar keine Ankündigung für. Zugbeeinflussung. Was auch noch dazu kommt übrigens, es gibt für die 423, es gibt für den 425 gibt es Repaint Packs extra erstellt dafür, auch mit den Steuerwagen hier von TTB. Es ist wirklich alles erstellt hier extra dafür, was wirklich eine klasse Sache ist. Hier ist auch zum Beispiel wieder Bad Altburg. Also schon wirklich super gemacht. Man kann hier wirklich im Grunde sein Paralleluniversum erstellen. Alleine das Gebäude hier von dem Hauptbahnhof. Ich meine, klar, die FPS gehen jetzt hier ein bisschen nach unten, aber es ist immer noch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh Gott, Bildershow oder sowas. Klar, kann natürlich auch an meinem PC liegen und so. Alles sowas kommt da natürlich noch mit dazu. Und natürlich auch von dem Aufgabenbauer, wie er das alles hier gestaltet. Aber das läuft doch hier alles noch sehr gut dafür, dass es hier schon sehr, ich sage mal, komplex ist. Türfreigabe. Türfreigabe. So, hier ein Konkurrent, Box Express, neben uns mit einem gut ausgelasteten Containerzug, muss man sagen. Der kommt vielleicht aus dem Hafen hier. Ich weiß nicht, wie das geplant ist in Zukunft. So, haben wir jetzt hier mal angehalten. Können wir uns hier nochmal ein bisschen umschauen. Hier fährt der RE ab. Der CE macht auch schon wieder sich auf seine Reise. Das heißt, vielleicht können wir auch dann gleich abfahren. Mal gucken. Ich hier sogar ein Dom. Das ist ja alles hier. Das Bahnhofsgebäude. Schon echt alles super gemacht. Mit den Oberleitungen und allem drum und dran hier. Klasse.
Weiß nicht, ob das ein Fehler bei mir ist oder ob das normal ist. Oh, wir dürfen ja auch schon wieder fahren. Ja, dann let's go. Dürfen wir nicht vertrödeln hier. Da verpassen wir hier noch was Geplantes im Senai oder so. Das wäre nicht gut. Kurz vor Schrift hier rein. Eieiei, RBH. Der kommt vielleicht vom Flughafen. Stellung. Gehe ich mal lieber wieder nach vorne, weil ich nicht weiß, was jetzt hier noch passiert. Das sieht doch erstmal gut aus. Auch interessant hier der Wechsel von den Ankündigungsschildern. Beziehungsweise NE3. So 80 war da gerade Ankündigung. Warten wir jetzt erstmal ein bisschen ab hier. Ganz korrekt sind es ja die Vorsignalbarken. Aber man fällt da immer so ein bisschen zurück. Ich glaube hier, das sind die Gleise von dem Stammtunnel. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, da haben wir schon wieder einen Halt erwarten. Gut, so viel dazu. Ich dachte, wir würden jetzt hier... Ich habe natürlich nicht mit dem Zug hier neben uns gerechnet. Ich dachte, für uns würde es jetzt hier mal vorangehen. Dem ist offenbar nicht so. Ja, so kann man sich auch mal verschätzen. Das ist auch ganz normal, dass das mal passiert. Vor allem, wenn man sich nicht auskennt, wenn man natürlich auch weiß, was ungefähr dort so auf der Strecke fährt, ist das mal was anderes. Türfreigabe. 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 So, wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind jetzt hier Westelbe. Ah, okay.
das ist einfach cool gemacht, auch hier von Daniel bzw. Amicia, auch was hier so los ist an Verkehr, S-Bahn, Regionalverkehr, Fernverkehr, Güterverkehr, schon eine klasse Sache. Ist das sogar die S-Bahn, die wir ursprünglich in Gardeleg gesehen hatten? Könnte ja fast sein. Die braucht ja doch ein bisschen länger mit den ganzen Stationen. Weiß ich nicht. Es ist schon beeindruckend, was inzwischen im TS so möglich ist. Auch wenn man sich mal vorstellt, wie die Signale früher mal aussahen im TS, ganz am Anfang, kann man ja gar nicht mehr vergleichen. Das ist der absolute Wahnsinn. Wo man noch mit der türkisen 101 durch die Gegend gefahren ist, auf der Seebergbahn. Schön, schön. Auch wenn das natürlich damals auch schon Hightech war. Ne? Verrückt, wie die Zeit vergeht. Apropos neue Strecken. Für den TS kommt ja nicht mehr ganz so viel Neues heraus. Aber für den TSW, da kam jetzt neulich wieder eine neue Strecke heraus. Nämlich die Bremen-Oldenburger Strecke. Für den TS muss man natürlich auch fair sagen, da kam neulich auch was raus, nämlich die U-Bahn Hamburg. Die werden wir uns natürlich auch nochmal anschauen, wie eben auch schon angekündigt. Oh, hier. Und noch eine Lok aus dem Repaint Pack. Bayer Leverkusen. Und wir dürfen. Muss ich aber doch mal wieder reingehen hier. Zugbeeinflussung. So, jetzt fahren wir hier nach rechts. Geradeaus wäre nicht so gut. Würden wir zwar auch noch anhalten vorher, aber ja, wäre jetzt nicht so förderlich für die Gesamtlage. Von dem Szenario hier. So, wir können es jetzt mal kurz anschauen, wo wir jetzt eigentlich hinfahren. Wir sind jetzt hier gerade Westelbe durch. Das kommt hier als nächstes. Uchtspringer Siedlung, aha. Und dann geht das hier weiter Richtung Altburg Süd, ah, okay. Und ihr seht, wir sind jetzt ja auch schon eine Zeit lang durch Bad Altburg, also schon eine große Stadt. Aber ich finde, dieses Großstadtfeeling kommt auch rüber. Also auch mit den S-Bahnen und sowas. Schon echt eine klasse Sache. Und hier sind also auch ordentliche Hochhäuser.
Aber trotzdem hier ganz nett gemacht, hier auch mit den Lärmschutzwänden und so. Schön, schön. Was übrigens ja auch neu ist, in echt, die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, die jetzt ja auch eröffnet wurde, wo jetzt auch ICEs und so weiter, Fernverkehr, alles fahren kann. Mit maximal 250 km/h. Ausgestattet ist die Strecke ja so ein bisschen wie eben die Schnellfahrstrecke mit fester Fahrbahn. Also nicht hier mit Schotter sowas, ganz grob gesagt. Und Signale gibt es dort auch nicht mehr. ETCS ist dort gelegt, ich glaube Level 2. Und es sollte ursprünglich, glaube ich, noch PZB gelegt werden, aber da hat man sich wohl dagegen entschieden. Und so gibt es das jetzt nicht. Und Regionallinie fahren dort auch von Wendlingen nach Ulm mit dem Vectron im Doppelpack sogar, also im Sandwich-Betrieb. Und ja, wir fahren jetzt einfach mal 100 km/h. Wir probieren das einfach mal aus. Wenn es schief geht, geht es schief. Aber ein bisschen Zeit haben wir dem jetzt eigentlich. Ja, okay, ich sehe schon, es geht schief. Ich sollte pessimistischer sein. Der hält natürlich noch in Süd, der RE. So, die Frage ist jetzt, die ich mir gerade stelle, ist das da für uns? Es ist nicht für uns. Es ist für uns. Es muss für uns sein. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Dann ist der Zug auch schon ein bisschen vor uns. So, und wir können hier mal ein bisschen beschleunigen. Zugbeeinflussung. Ja, Thema zurück. Wir sind jetzt hier in Süd. Und ich war gerade bei der Neubaustrecke. Was ja schon beeindruckend ist, dass die Strecke schon einige Höhenmeter auch überwindet. Ich glaube, bei 200, irgendwas mit 70 oder sowas geht das los in Wendlingen. Und dann bei Ulm sind es über 700 oder so der höchste Punkt. Ich glaube, es ist nicht in Ulm. Ich glaube, Ulm ist ein bisschen tiefer. Ich glaube, da gibt es dann so einen Cut, wo es dann wieder runter geht. Aber trotzdem eine große Steigung, was natürlich auch nicht möglich macht, dort großartig Güterverkehr drauf durchzuführen. Vor allem mit schwereren Zügen, was ich persönlich schade finde. Aber gut, so ist das nun mal. Weil so wird es auch dann nicht so große Entlastungen geben können. Beziehungsweise entweder mit Vorspannlok oder mit Schiebelok oder mit leichten Güterzügen. Zumindest bergauf. Aber gut, da wird man sich schon was dabei gedacht haben. Ja, und bisher fährt dann dort jetzt ICE-Linien, ich glaube auch EC-Linien, REs, alles sowas. So, und wir können jetzt mal schauen. Ups. Bin jetzt hier durch Süd, sind wir durch. Und jetzt fahren wir hier diese vierspurige Strecke herunter bis nach Kolbitz-Letzlinger Heide. Dann geht es hier noch weiter runter. Angern hoch jetzt und Ziel Etzion.
Und das sind übrigens auch echte Namen, die jetzt dabei sind. Wir treffen dort dann nämlich auf die Strecke, die in echt nach Stendal geht. Und das ist eine Strecke, die in echt auch so aussieht. Die kenne ich nämlich ganz gut. Und es ist wirklich beeindruckend, wie das aussieht. Also kann man sehr gut mit der Realität vergleichen. Natürlich mit Eingriffen. Deswegen ist es ja auch semi-fiktiv. Aber trotzdem sind hier schon über eine imposante Brücke gefahren, ohne dass ich bemerkt habe. Umschauen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass wir jetzt erfolgreich uns die Strecke freigeschaufelt haben, dass wir jetzt weiterfahren können mit unserer VMAX. Was ich auch spannend finde an der Strecke Wendlingen-Ulm, dass dort jetzt Vectrons fahren. Das liegt aber wohl an dem ETCS, was dort nötig ist. Und die sind dann, glaube ich, geleast. Aber eigentlich eine coole Sache. Und als Regio-Lokführer dann da über so eine Schnellfahrstrecke zu fahren, ist, glaube ich, auch eine schöne Sache. Kommt ja wahrscheinlich sonst eher nicht so häufig vor. So, und wir fahren jetzt hier anscheinend durch ein Waldgebiet. Es scheint ja hier sehr dicht zu sein auf alle Fälle. Vermutlich ist das diese Kolbitzer Heide. Oh, 60. Da müssen wir jetzt aber bremsen. Na gut. So, das brauchen wir und das brauchen wir auch. Das habe ich jetzt sehr spät gesehen. So viel dazu. Wir können jetzt durchfahren. Da habe ich die Rechnung ohne den Daniel gemacht. So, jetzt gucken wir mal. Es geht ins Gegengleis. Sehen wir hier an dem Anzeiger. Z ist 6. Störung. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ab hier jetzt nämlich die Strecke nur noch zweigleisig ist, also dass es dann keine S-Bahn-Strecke mehr gibt. Genau, das ist auch so. Wir fahren natürlich trotzdem weiter unsere 60, obwohl hier 80 geschrieben stehen, bis zum Ende des anschließenden Weichenbereichs. Wenn wir hier hinten rausschauen, wie es so aussieht am Zugschluss. Sieht gut aus, so wie ich das sehe. Das ist die letzte Weiche. Da stimmt auch das hier mit uns überein. Können wir das mal so machen und dann
Beschleunigen wir mal ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier kommt. Da stand nichts von irgendeiner Baustelle oder sowas da, aber vielleicht werden wir jetzt hier ja fliegend überholt oder sowas. Das kann natürlich auch sein. Weiß ich nicht. Mal gucken. Wir legen auf alle Fälle mal los. Und schauen mal, was kommt. Aber ich finde auch vor allem den Wechsel von Stadt zu Land, der ist hier auch wirklich echt gut gelungen. Also jetzt fühlt man sich echt wieder wie mitten auf dem Land auch. Jetzt aber jetzt ordentlich in das Gefälle. Mal gucken, woran es jetzt hier gelegen hat. Das würde mich mal auch interessieren. Könnte sein, dass ich mal ganz kurz hier so. Wobei, nee. Doch nicht. Chronische Unterhalter. Müssen wir natürlich jetzt ein bisschen arbeiten, aber da unser Zug wirklich nicht so schwer ist und wir natürlich auch noch im TS sind, das muss man natürlich auch immer noch dazu sagen, also das hat mit echtem Bremsverhalten hier ja nicht ganz so viel zu tun, sage ich mal so, es kann das vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen. Ah, doch ein ICE. Der fährt aber irgendwie auch nicht so schnell, wie ich jetzt sagen würde. So stelle ich mir das vor. Mal sehen, wir werden es ja gleich dann vermutlich sehen, woran es gelegen hat. Türfreigabe. 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 Hier aber mit einem schweren Güterzug runter reinbremsen, uff, da hat man was zu tun. So, hier können wir uns ein bisschen anschieben lassen. Solange das noch geht. So viel ist es nicht mehr, aber ein bisschen. Dann stellen wir das mal hier auf die 60. Dann kommen wir nämlich gar nicht in die Versuchung, schneller zu fahren. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Da vorne steht auch schon was. Auch schon in der Überholung. Vielleicht kommt was von vorn, dann konnten wir jetzt nicht weiterfahren. Das kann natürlich gut sein. Auf alle Fälle machen wir uns. Ich schätze ja mal, dass es gleich Fahrt werden wird. Ja, genau, es wird auch Fahrt. Gut, dann können wir uns jetzt hier mal schnell aus dem Staub machen. Störung. Störung. Hier sogar noch mit unserem guten alten Eurosprinter. Den sind wir auch ewig nicht mehr gefahren. Müssen wir eigentlich auch mal wieder machen.
3 gefahren haben wir alles. Aber hier kommt wahrscheinlich noch ein anderer zu. Aber hier sieht man ja schon, wie die Steigung da auch losgeht. Das ist echt beeindruckend, ey. Das war jetzt hier nicht die feine Art, aber ja, funktioniert auch. Aber auch hier die Abwechslung, auch mit den Tunneln, und also ist wirklich klasse gemacht, kann man nur sagen. Kann ich nur jedem empfehlen, die Strecke. So, jetzt haben wir ein ICE vor uns. Das dürfte auch jetzt eigentlich heißen, jetzt haben wir freie Fahrt. Muss heute nichts heißen bei dem Verkehr hier, aber würde ich jetzt einfach mal so festlegen. Ich glaube, das kann ich jetzt hier mal doch kurz nutzen. Oder muss ich mal kurz nutzen für ein Bild. Sorry, aber das muss mal kurz sein. So. Da kommt uns ein ICE entgegen. Sehr cool. Ich wollte nur mal kurz schauen, dass wir jetzt hier nicht was verpassen. Deswegen bin ich jetzt mal schnell gewechselt. Das war jetzt nicht geplant, dass ich den jetzt euch nur so kurz zeigen wollte. Aber ich wollte jetzt keine Zwangsbremsung kassieren, weil heute kann man hier mit nichts rechnen. Deswegen wissen wir jetzt auch, warum der Eurosprinter da auf der Seite stand. Da kam auch der ICE entgegen und deswegen konnten wir auch nicht weiter geradeaus fahren auf dem Gegengleis. Weil der uns sozusagen, oder wir den blockiert hätten vielmehr. Das finde ich immer sehr interessant bei den Loks hier. Obwohl man jetzt hier auf volle Fahrt voraus im Grunde gelegt hat, den Fahrschalter, hält der in der Ebene nicht die 100 km/h, wo ich die eingestellt habe. Das finde ich immer sehr interessant. Genug Zugkraft, also sollte es ja eigentlich zur Verfügung geben. Deswegen habe ich noch nicht so ganz durchgeblickt, woran das eigentlich liegt. Schaut euch mal an, wie wir jetzt hier auf einmal auf dem Land sind. So, und jetzt kommen wir nämlich auf die Strecke, die Richtung Norden, also nach links hier im Bild, Richtung Stendal führen würde. Die ist aktuell noch nicht fertig und noch nicht in der Version enthalten, aber wir kommen jetzt auf diese Strecke drauf und fahren jetzt auf der weiter Richtung Nachteburg, beziehungsweise Zielitz erstmal.
Also das, was wir jetzt hier sehen, dieses Bauwerk existiert in echt nicht. Natürlich genauso wenig wie Bad Altburg existiert, aber es ist ja alles semi-fiktiv. Das heißt, es gibt durchaus reale, ich würde sagen, reale Streckenpunkte und auf sowas kommen wir jetzt drauf. Die Strecke, die dort jetzt, die existiert in echt auch. Abgewandelt, aber sie existiert und sie sieht stellenweise sehr real aus. Nicht nur stellenweise, sondern auch größtenteils. Sorry, ich muss aber noch mal ganz kurz hier. So, das ist jetzt hier Angern-Rogetz. Könnt ihr auch selber lesen, hier unten im F3-Monitor, da habt ihr natürlich vollkommen recht. Tja, warum wir jetzt hier stehen, kann natürlich ein großer Block sein oder der erste Teil des Szenarios ist um. Oder es kommt wieder eine S-Bahn von hinten, das kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht. Aber ich kann euch eins sagen, wir werden es herausfinden. Ja, das scheint hier was Längeres zu sein. Da müssen wir bestimmt... Wahrscheinlich müssen wir auf irgendwas noch warten hier. Würde ich jetzt mal einfach mal so ganz grob schätzen. So, wir halten jetzt hier einfach mal an. Und schauen mal, was uns jetzt hier weiterhin noch erwartet. So, kurze Pause, da hier nochmal eine Überholung ansteht. Damit geht es aber im zweiten Teil weiter. Hoffen, man sieht sich dort. Grüße, Amnesia. So machen wir das. Der erste Teil war auf alle Fälle schon sehr schön, hat mir sehr gefallen. Ich hoffe, euch auch. Würde mich sehr über Bewertungen und Kommentare freuen. Wie immer die Links in der Videobeschreibung habe ich ja schon angesprochen. Vielen Dank an alle, die hier an der Strecke mitgearbeitet haben, an dem Szenario. Und ich wünsche euch nochmal ein schönes, neues und frohes Jahr. Kommt gut rein weiterhin und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder hoffentlich. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.